Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich ab Montag in Rio de Janeiro. In der brasilianischen Metropole waren viele der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, in der Nacht angekommen. Das Treffen könnte jedoch von geopolitischen Spannungen überschattet werden. Im Vorfeld des Gipfels zeichnete sich beteiligten Diplomaten zufolge ein Streit über die gemeinsame Erklärung ab. Vor allem bei drei Themen. Wer die Kosten für Maßnahmen gegen den Klimawandel tragen soll, eine mögliche Besteuerung von Superreichen sowie beim Ukraine-Krieg. UN-Generalsekretär Antonio Guterres richtete sich am Vorabend mit einem dringenden Appell an die Gipfelteilnehmer. Die Staats- und Regierungschefs der G20 müssen eine Führungsrolle übernehmen. Sie haben per Definition ein enormes wirtschaftliches Gewicht und verfügen über eine enorme diplomatische Schlagkraft. Sie müssen diese nutzen, um die wichtigsten globalen Probleme anzugehen. Die Auswirkungen der Klimakrise zeigten sich schon jetzt überall, unter anderem mit Überschwemmungen und Dürren, sagte Guterres. Beim Thema Ukraine mahnte der UN-Generalsekretär, eine anhaltende Eskalation zu vermeiden. Wir wollen Frieden, aber Frieden mit Gerechtigkeit, im Einklang mit den Resolutionen der Generalversammlung, der Charta der Vereinten Nationen und mit dem Völkerrecht. Zuletzt hatten Berichte Aufsehen erregt, wonach US-Präsident Joe Biden der Ukraine grünes Licht gegeben hat, US-Waffen auch gegen weit in Russland liegende Ziele einzusetzen. Der Ukraine-Krieg ist für die G20-Gruppe seit dem russischen Einmarsch 2022 ein Problem. Diplomaten zufolge soll es beim Gipfel einen allgemeinen Absatz zu den UN-Grundsätzen und zum Frieden geben, gefolgt von je einem Absatz zur Ukraine und zum Nahen Osten. Für den Gastgeber, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, ist die Steuer für Superreiche beim Gipfel in Rio, wo bunte Wände die Armenviertel vor den Augen der internationalen Gäste verbergen sollen, ein besonderes Anliegen. Diplomaten zufolge hat sich Argentinien unter Präsident Javier Milei gegen eine entsprechende Passage gestellt. Der Vorschlag dürfte zudem auf Ablehnung beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump stoßen.